Ladies and Gentlemen, wir kommen zum nächsten Kampf und es ist nicht nur irgendein Kampf, nein, es ist das Finale, was wir hier zeigen, und zwar von Sparta Reality. Und ich weiß, beide Lager haben ihre Fans heute dabei, von daher begrüßen Sie mit mir Joel Fratello. Qu'on a fait, en tout cas je n'ai pas fait ce que t'as fait. On pourrait le faire s'il le fallait. J'aurais jamais dû mettre ta gaffe. Ouais ouais. Mon fratello, la mission sera putain de salée. En cas de haja, tu savais qui pouvait t'épauler. Dans le bec, où es-tu? Capuché, tu marches seul. À plusieurs, on est plus fort. Pas de sentiment pour les putes. La cala fait dans le semi-a. Tu feras la cité tronia. Fratello, fratello, ganz finis come on rum. Fratello, fratello, a million in bar. Fratello, fratello, komm sag mir was ich war. Ferrari, Bismillah, West wie Park Dakar. Hab nix zu tun, mach paar Picks auf der Jung. Du Bitch, red nicht zu viel, jeder sieht wo du wohnst. Was zeigst du hier dein Geld, man wird kaum Option. Fratello, so sieht es gewohnt. Das Leben ist zu kurz für dein Blabla. Ich bin Pablo, gib mir deine Tata. Du bist Star, wie wir, willst Equipa wie wir. Aber tanzen, denk ich wie Nikata. Zu viel Stress auf meiner WhatsApp. Der Bastard, der fliegt meine Testa. Ferrari viel schneller als Chester. Boom, so pack ich im Arsch deiner Schwester. Je suis du pom pom pom, bienvenue ma bella. Ici on fume la boue. Vom Team Bangtoa Ubo Itai, Joel Fratello. Sein Gegenüber, beide haben sich im August kennengelernt, beide haben sich durchgeschlagen durch das Turnier. Vom Hero Gym, Toni Budimir. Beide Spartaner haben schon viel erreicht in den letzten Monaten, aber heute geht es nochmal um einen Profivertrag. Und ich sag's nochmal, es geht um 10.000 Euro. MMA bis 77 Kilogramm, angesetzt auf 3 Runden à 3 Minuten. Und ich bitte Marcin, bitte vor, Referee in charge, lass die Spiele beginnen. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself all the time, listen to my command. When I say stop, you stop. Touch your gloves if you want. Go back to your corner. Thank you.
inside. Noel, inside Drew. Inside, inside. So, wir kommen zum nächsten Highlight des heutigen Abends. Tony Budimir gegen Joel Fratello. Kämpfen hier um den Sieger des Finals von Sparta. Joel geht nach vorne, will ja gar nichts groß anbrennen lassen, möchte gar nicht Toni erst in seine gewohnte Weise kommen lassen. High Kicks abgeblockt, aber es ging, glaube ich, schon von der Wirkung einiges hoch. Das Catchen am Kopf hat nicht funktioniert. Low Kick, Links-Rechts-Kombination. Die rechte, um den Gegner Joel etwas auflaufen zu lassen. Side-Movement mit dem Kopf. Begibt sich noch in etwas devote Ausgangsposition, aber punktet jetzt mit der rechten. Das ist gute Beinarbeit. Der Takedown-Versuch, Double-Leg-Takedown. Muss aber aufpassen. Nice Sprawl hier von Toni. Und macht die Sache natürlich schwer. Ihn jetzt hier wegzuziehen und das Gleichgewicht zu nehmen, ist fast nicht möglich. Jetzt versucht er ihn hochzuheben. Es ist auf jeden Fall besser. Knie zum Körper. Guter Clinch. Oh, das ist nicht gut für Toni. Da ist der Rücken zugedreht. Da muss er sich rauswinden. Was ihm aber erstmal gelingt. Versucht, das Bein wegzuziehen. Also die beiden wissen, was sie tun. Ah, die rechte. Saugefährlich. Der High-Kick nicht im Ziel. Gute Boxing-Skills von Toni. Aufwärtshaken mit der linken. Ah, wunderbar. Erneut der Versuch zum Takedown. Aber immer erneut der Sprawl. Jetzt ist wieder fast der Rücken in der besseren Position für Joel. Aber mit dem Druck vom Käfig kann sich Toni wieder rausziehen und versucht jetzt seinerseits wiederum anzusetzen. Ja, schnelle linke Rechtskombination. Nice Kick. Knie zum Körper. Erneut auf den Unterarm. Nice. Schöne erste Runde. Super gemacht. Betreuer verlasse den Ring. So, die erste Runde ist vorbei. Sehr schön anzusehen. Die beiden wissen, warum sie heute hier sind, warum sie kämpfen. Schöner Inside-Low-Kick, aber boxerisch sofort die Antwort gegeben von Joel. Oh, High-Kick. Zwar wieder leicht abgeblockt, aber auch die Schläge, die spürst du. Oh. High Kick. Aber so wie es aussieht, kein Wirkungstreffer. Knie zum Körper. High Kick erneut. Erneut der linke Aufwärtshaken. Ja, jetzt muss Joel schon tief Luft holen. Enorme Kraftanstrengung hier von beiden. Gar keine Frage, gar keine Ruhe. Wie gesagt, fast 80 Kilogramm die beiden Kontrahenten. Und die geben Gas, es gibt keine 3 Sekunden Leerlauf. Immer wieder Aktion. Joel,
Jetzt nehmen beide mal die kurze Zeit, ein paar Sekunden durchzuschnaufen. Wieder Blut reinzukriegen in den Muskel. Der Versuch zum Takedown, ausgehoben hat er ihn, aber bringt ihn nicht auf den Boden. Links, rechts kommt er zu die Rechte, diesmal war drin gewesen. Enorm viel Druck. Hier geht man nicht auf Distanz, das wäre sonst das Spiel vermutlich von Toni. Hand vor Kopf, Hand vor Kopf, Hand vor Kopf. Und jetzt Knie, ja, ja, ja. Jetzt der Takedown. Punkte für Toni. Jetzt muss man sehen, wie das Ground Game von Toni ist. Lange Arme, Ground and Pound. Hat sich den Rücken geschnappt. Jetzt muss man aufpassen, wenn er jetzt die Beine noch einhakt, was er noch nicht macht. Somit hat Joel natürlich die Chance noch, sich ein bisschen herauszufinden. Hat die Sache neutralisiert. Geht jetzt zur Seite. Zwei, drei Schläge aufs Kinn. Das ist enorm. Jetzt muss er sich aber intelligent verteidigen. Sonst geht der Referee dazwischen. Wir haben die zweite Runde. Enorm rund im Pau. Referee bricht ab. Das war zu viel Impact. Zu viel Impact. Und wir haben einen Sieger in der zweiten Runde durch Toni Budimir. So, beide Fighter bitte in die Oktagon-Mitte. Bevor wir aber zur Urteilsverkündung kommen, ich hoffe, Ihnen hat dieser Kampf genauso gefallen wie mir und wir müssen beiden Kämpfern Respekt zollen. Das war unglaublich starke Leistung von Joel Fratello und Toni Budimir. Gewonnen hat in der zweiten Runde durch TKO Toni Budimir.